Sehr geehrte Damen und Herren, zunächst einmal, nicht alle Bakterien sind gefährlich. Unsere Haut und Schleimhaut ist bedeckt mit Bakterien, die uns sogar vor gefährlichen Keimen schützen. Nur wenn die Bakterien ihren Bestimmungsort verlassen, können sie Entzündungen hervorrufen. Und Entzündungen behandeln wir mit Antibiotika. Antibiotika sind immer noch ein mächtiges Schwert gegen Bakterien. Doch wenn dieses Schwert wiederholt unkontrolliert eingesetzt wird, wird es stumpf. Bakterien werden resistent. MRSA, Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus, ist ein solch resistenter Vertreter unserer Haut. Haut- und Schleimhautbakterien, den wir alle als unbemerkten Begleiter mit uns tragen können. Wer weiß schon, was er auf seiner Haut trägt. Solange er nicht den Bestimmungsort Haut verlässt und ein gutes Immunsystem ihn kontrolliert, merken Sie es nicht. Gesunde Menschen können also resistente Bakterien in die Krankenhäuser ein- und ausführen, und in Krankenhäusern können sich Bakterien, resistente Bakterien zwischen immunschwachen Patienten, ihren Besuchern und den dort Beschäftigten ausbreiten. Gelangen nun Bakterien in die Wunde oder in die Blutbahn und sind dann noch resistent gegenüber einer Vielzahl von Antibiotika, ist die Situation kaum noch in den Griff zu kriegen. Das ist dann der Horror für den Patienten. Die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene schätzt die Anzahl, die Todesrate der an im Krankenhaus erworbenen Infektionen auf ca. 30.000 pro Jahr in Deutschland. Das ist eine sehr grobe Schätzung, sie ist sehr schwer vorzunehmen. Im Vergleich dazu betrug aber 2012 die Anzahl der Verkehrstoten 3.600. Sie erkennen die Relation. Resistente Keime unterscheiden sich voneinander durch ihr Resistenzspektrum. Sie kommen nicht nur in den Krankenhäusern vor, sondern auch in Pflegeheimen, Arztpraxen, in der Massentierhaltung oder sogar bei Ihnen zu Hause. Der Übertragungsweg geschieht von Mensch zu Mensch, aber auch von Tier zu Mensch und umgekehrt, oder durch den Kontakt zu kontaminierten Gegenständen. Diese Übertragungswege zu unterbinden, ist ein wesentliches Ziel. Hier steht die Händedesinfektion an erster Stelle. In den Krankenhäusern stehen deshalb Desinfektionsmittelspender zur Verfügung. Das sind keine Ausstellungsstücke, sie sind zu benutzen. Desinfektionsmittel sind auf unversehrter Haut wirksam und auch bei wiederholter Anwendung auf gesunder Haut weniger schädigend als alkalische Seifen. Darüber hinaus sind lokale Lösungsstrategien auf dem Weg. In Osnabrück hat der Gesundheitsdienst ein MRSA-Netzwerk initiiert. Denn wer informiert ist, kann überlegt handeln und hat auch eine Chance gegenüber resistenten Bakterien. Vielen Dank.